Grundrente beschlossen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Am 19. Februar 2020 wurde durch die Bundesregierung die Grundrente, man kann ja sagen, endlich beschlossen. Ein jahrzehntelanger Streit um die Grundrente, Mindestrente, Lebensleistungsrente hat jetzt endlich ein Ende gefunden. Ja, wir haben die Grundrente und ich kann Ihnen wirklich die Nachricht, die frohe Botschaft überbringen, sie kommt zum 1. Januar 2021. Sie ist ein echter Meilenstein in der Rentengeschichte. Wer hat Anspruch auf die Grundrente? Alle die Versicherten, die mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten nachweisen können. Das sind ganz spezielle Wartezeiten. Dazu haben wir viele Beiträge geschrieben auf Rentenbescheid 24. Einfach mal nachlesen oder gucken Sie sich einfach mal unsere YouTube-Videos dazu an. In den alten Gesetzesentwürfen war ja immer von 35 Jahren die Rede. Nein, es sind jetzt 33 Jahre Grundrentenzeiten bis maximal 35 Jahre. So, das ist das Erste. Zweite Voraussetzung für die Grundrente ist, ich muss Geringverdiener gewesen sein. Und zwar mit mindestens 30% des Durchschnittseinkommens oder maximal 80% des Durchschnittseinkommens. Das wird in Entgeltpunkten ausgedrückt in dem neuen Gesetzesentwurf. Etwas verwirrend alles. Und ich darf nur maximal als Single zu versteuerndes Einkommen von 1250 Euro oder Ehegatten 1950 Euro haben. Ganz neu oder ganz aktuell oder neu und geändert in dem Gesetzesentwurf, den die Bundesregierung am 19.02. Verabschiedet hat, ist, dass wir hier auch neue Einkommensanrechnungsregelungen haben. Wir haben jetzt also nicht mehr mit 40% Einkommen zu tun, die so ähnlich wie bei der Witwenrente angerechnet werden, sondern es werden jetzt 60% Einkommen angerechnet, die über dem Freibetrag liegen. Und dann haben wir noch eine zweite Ebene, das ist dann dieser sogenannte 100% Abzug ab 1600 Euro und für Ehegatten dann noch ein bisschen mehr. Was ist denn gleich geblieben? Und da gibt es auch eine ganz klare Aussage. Alle Ehepaare und alle Leute, die zusammenleben mit in Lebensgemeinschaft, deren Einkommen wird angerechnet. Die Leute, die Paare, die nicht verheiratet sind und die nicht in nicht-ehelicher Lebensgemeinschaft als eingetragene Lebenspartnerschaft zusammenleben, deren Einkommen wird nicht angerechnet an die Grundrente. Das heißt also hier wird es auch Gerichtsverfahren geben, die das dann zu klären haben, ob das verfassungsrechtlich überhaupt zulässig ist, diese Ungleichbehandlung. Ja, und hochinteressant ist natürlich dann auch die Berechnung des Grundrente, also dieses Zuschlags an Entgeltpunkten. Und da haben wir eine dreistufige Berechnung. Erstens Grundrentenberechnung 33 Jahre, Grundrentenberechnung 34 Jahre und die Grundrentenberechnung mit 35 Jahren. Also doch ganz schön kompliziert, die ganze Geschichte. Und jetzt geistern natürlich schon die ersten Nachrichten rum. Ja, meine Wohnungsgröße wird angerechnet und da muss ich ja jetzt ausziehen. Halt, stopp, kann ich da nur sagen. Wir sind hier im Rentenrecht und bitte nicht in der Sozialhilfe oder in der Grundsicherung. Ja, wir bekommen auch neue Freibeträge in der Grundsicherung. Aber die Wohnungsgröße, das Sparguthaben von Oma Erna oder von ihrem Vater oder von Ihnen selbst auch, wird überhaupt nicht auf die Grundrente angerechnet. Das hat alles nur was in der Grundsicherung zu tun, in der Sozialhilfe. Das heißt also, das interessiert die deutsche Rentenversicherung überhaupt nicht, wie groß ihre Wohnung ist und in welchem Himmelreich sie da wohnen. Letzten Endes geht es wirklich nur darum, was haben sie für echte Einkünfte. Das heißt also, Zinseinkünfte, Mieteinkünfte, auch ausländische Einkünfte werden betrachtet, aber zum Beispiel der steuerfreie Minijob eben auch wiederum nicht. Ne? Und ganz ehrlich, wenn wir hier über Grundrente reden, die Renteneinkünfte, die zu versteuernden Renteneinkünfte, die ja auch angerechnet werden, die sind so lächerlich gering, muss ich ganz ehrlich sagen, brauchen sich die meisten von Ihnen gar keine Sorgen zu machen, denn wer eine Rente von 600 Euro hat, der muss auch auf die Rente de facto gar keine Steuern zahlen. Also da ist überhaupt gar kein Problem, was ich sehe, sondern schlicht und ergreifend nur, dass hier leider viele Falschnachrichten schon wieder im Internet rumgeistern. Also bitte immer trennen, Rentenrecht und Sozialhilfe, und das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun.
Wenn Sie wissen wollen, ob Sie einen Anspruch auf die Grundrente haben, dann nutzen Sie doch ganz einfach unsere Beratungspakete Grundrentencheck oder die umfangreichere Grundrentenberatung auf www.rentenbescheid24.de. Heute ist wirklich ein guter Tag. Für 1,3 Millionen Versicherte wird es ab dem 1. Januar 2021 aller Voraussicht nach dann auch tatsächlich die Grundrente oder den Zuschlag geben in verschiedenen Varianten. Anspruchsberechtigt sind unter anderem die Zugangsrentner und auch die Bestandsrentner. Näheres zum Thema Grundrente und zu unserem aktuellen Grundrentenangeboten zur Beratung finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.